Hallo YouTube, es geht mal wieder um ein Netzteil, und zwar um dieses hier. Ja, gucken wir uns das mal so an. Und zwar kann es 5 Volt und maximal 1 Ampere ausgeben, das sind 5 Watt. Und man kann 100 bis 240 Volt hineingeben, 60 oder 50 Hertz, maximal 130 mA. Das ist halt ein Reiseladegerät von Goobay. Und ja, das Netzgerät hat geprüfte Sicherheit. Und ja, auf der anderen Seite am Ausgang ist ein 2,1 mm Hohlstecker. Ja, ich habe mir schon mal ein Netzteil angeschaut, das ist dieses hier. Naja, das ist nicht das Originalgehäuse, das habe ich halt umgebaut. Und dieses Netzteil hat einen Micro-USB-Stecker zum Aufladen eines Handys. Und das habe ich auch schon mal erklärt. Aber naja, gucken wir uns dieses Netzteil hier mal an. Ich habe das schon mal vorbereitet. Und zwar habe ich die Schrauben auf der Unterseite schon mal entfernt. So. So. Ja, was gleich auffällt, ist dieser Trafo. Der nur doch ganz groß, denke ich mal, aussieht. Ja. Ja, fangen wir einfach mal an. Ich zeige euch erstmal das Netzteil so. Man kann das hier auch rausholen. Das ist die Unterseite. Hier ist die Oberseite. Ja, fange ich mal chronologisch an, würde ich sagen. Ja, hier sind die beiden Kontakte für die Eingangsspannung. Dann seht ihr die beiden roten Kabel. Die sind hier festgelötet. Leider gibt es hier keinen Schutz, Plastikschutz hier vor. Oder Schrumpfschlauch oder so. Vom Abstand her. Okay. Ja. Dann geht ein Kabel hier drauf. Und da ist dieses Bauteil dazwischen. Auf dem steht schon mal TÜV drauf. Und 1 Ampere 250 Volt. Das ist eine Sicherung. Da steht auch F1. F ist für Fuse. Ja, das Netzteil hat also eine richtige Sicherung. Das finde ich sehr gut. Ja, dann gibt es hier 4 Dioden. Ich kann auch mal hier... Da sind 4 Dioden. Das ist ein 4-Wege-Brückengleichrichter. Irgendwie muss ja die Spannung erstmal gleichgerichtet werden. Und dann gibt es hier die beiden großen Kondensatoren. Das eine, ja, das sind beides... 4,7 Mikrofarad, 400 Volt Kondensatoren. Ja, mit der wird die Spannung nochmal geglättet. Dann gibt es hier eine... Ja, das ist kein Widerstand, wie es aussieht. Das ist anscheinend eine Induktivität, würde ich sagen. Ja, richtig, da steht doch L1 drauf. Bestückungsdruck ist hier auch vorhanden. Das ist tatsächlich eine Induktivität. Und die Induktivität, die... ist, glaube ich, mit den beiden Kondensatoren, genau, parallel geschaltet, zwischen den beiden Pluspolen der Kondensatoren. Da sitzt sie zwischen. Und dann gibt es hier noch einen Widerstand, oder was das auch immer ist, dieses Teil hier. Ja, das geht dann auch, naja, das ist noch hier parallel zur Induktivität gebrückt. Ja, noch ein paar andere Widerstände gibt es hier. Hier ist noch eine Diode. Und das hier sind die Anschlüsse des Netzteil-ICs. Das ist dieses hier. Das ist das Netzteil-IC. U1 nennt es sich. Dieses Netzteil-UC, das steuert die Frequenz, mit der die gleich geglättete Spannung hier über den Trafo geschickt wird. Dann ist hier noch eine Diode. Hier ist noch ein kleiner Kondi mit 2,2 Mikrofarad oder 22 Mikrofarad. Und 63 Volt hält er aus. Nicht schlecht, aber 325 Volt hält er nicht aus. Dieser Kondi ist wahrscheinlich hier für dieses kleine IC da. Naja, klein ist es jetzt nicht. Das ist schon ein bisschen größer. Hier ist noch ein Folienkondensator. Hier ist auch noch ein Kondensator, der zur Entstörung dient. Wenn hier auf der Sekundärseite Störungen drauf sind, dann werden sie hier über den Neutralleiter dann abgeleitet.
Hier ist der Trafo mit folgender Modellbezeichnung. Der Trafo ist hier mit so einem Plastik, ja, wie nennt man das? Isolation nochmal gut geschützt. Hier sind die ganzen Kontakte festgeklebt, auf der Sekundärseite zumindest. Ja, und komme ich da mal zur Sekundärseite. Hier sind die beiden Anschlüsse des Trafos. Hier ist der Pluspol, da ist der Minuspol. Also der wird als Pluspol genommen, der als Minuspol-Masseanschluss. Und ja, auf die Primärwicklung hat jeweils zwei Spulen. Eine dient nämlich dazu, dem Netzteil IC zu sagen, wie viel Leistung über den Transformator geschickt wird. Dieser IC wandelt ja die 325 Volt Gleichspannung in eine hochfrequente Wechselspannung um, damit der Trafo kleiner ausgeführt werden kann. Sonst müsste hier so ein großer Trafo reingebaut werden, der viel Platz wegnimmt und viel zu schwer ist. Ja, und hier ist die Sekundärseite. Hier ist eine Diode, glaube ich, soweit ich das erkennen kann. Die geht hier von Plus hierhin. Ja, D7 ist eine Diode. Parallel ist hier noch ein Kondensator geschaltet, so ein kleiner. Naja, ein Störkondensator wahrscheinlich. Ja, und dann gibt es hier, genau, hier ist dann dieser Kondensator dazwischen. Hier ist der Pluspol, da ist der Minuspol, also der geht hier drauf, das ist die Masse. Genau, da ist auch dieser hier mit verbunden. Das ist hier die schwarze Leitung dieses Kabels, das ist die Masse. Bei dem Hohlstecker ist es der äußere Kontakt, also dieses äußere, das ist die Masse, und hier in der Mitte, das ist der Pluspol. Ja, genau, dann ist genau. Ich wollte mir noch mal den Kondensator anschauen. Der hat 470 Mikrofarad, 25 Volt, und hier ist auch noch ein zweiter. Ja, was mich jetzt so ein bisschen verwundert, ist, dass dieses Netzteil auf der Sekundärseite zwei Kondensatoren hat. Zweimal 470 Mikrofarad, 25 Volt. Es scheint, dass einer nur hier für die LED zuständig ist und der andere nur für die Ausgangsspannung. Da die beiden Kondensatoren aber durchaus parallel geschaltet sind, sind sie sowohl für die LED als auch für die Ausgangsspannung zusammen zuständig. Was mich jetzt aber noch so ein bisschen wundert, ist, ja, stell scharf, wunderbar. So, genau, hier ist die LED. Genau, hier ist Plus, da ist Minus, hier ist noch ein Widerstand an der Masse, damit die LED nicht durchbrennt. Das ist dieses kleine Bauteil hier. Da steht 202 drauf, sieht aus wie 200 Ohm. Ja, 202, das ist dieser hier. Ja, 8 nennt er sich. Genau, dann gibt es hier die Masse. Ja, und jetzt kommt's. Hier ist auch noch ein Bauteil zwischengeschaltet. Wenn ich das Netzteil jetzt mal umdrehe, dann ist es diese Diode. Ja, das ist eine. Oder ist das überhaupt eine Diode? Nein. Hier steht nicht D drauf, da steht L2 drauf. Das ist eine Induktivität. Das ist interessant. Warum hier jetzt noch eine Induktivität geschaltet ist. Aber die Induktivität, die geht hier auf Plus. Und dann kommt hier auch noch der zweite Kondensator. Also einmal vor der Induktivität und einmal hinter der Induktivität, sodass man wahrscheinlich hier eine schöne Gleichspannung hat. Die Spule und der Kondensator bilden ein sogenanntes LC-Glied, das die Wechselspannungsanteile weitestgehend aus der Gleichspannung entfernt.
sodass man am Ende eine schöne, saubere Gleichspannung bekommt. Dann hat man hier wieder die Masseleitung. So, das hier ist die Masse. Und die Masse geht hier auf diesen Entstörkondensator. Genau. Und der Entstörkondensator ist dann letztendlich mit dem Neutralleiter verbunden. Hier gibt es noch Transistoren, Widerstände und Kondensatoren. Und ja, genau. Und dann gibt es hier noch einen Optokoppler, über den dann die Höhe der Ausgangsspannung diesem Netzteil IC mitgeteilt wird. Ja, damit es dann entsprechend nachregeln kann. Ja, und dieses hier, das ist der große Freiraum zwischen Primär- und Sekundärseite. Das sind ein paar Millimeter, das muss auch so sein, damit das, damit hier kein Spannungsüberschlag entsteht. Genau. Ja, okay. Das war's soweit. Mehr kann ich eigentlich hierzu nicht sagen. Ja. Scheint alles in allem ein sicheres Netzteil zu sein. Hier gibt es ja auch eine Sicherung, die dann durchbrennt, wenn es hier, wenn hier ein Kurzschluss entsteht. Und ja, einen Strombegrenzer braucht man eigentlich nicht unbedingt, weil diese, wie nennen sie sich, Schaltnetzteile funktionieren ja nach dem Schwerwandlerprinzip. Naja, wenn der Schalter hier, wenn der IC dann Strom durch die Spule durchlässt, lädt sie sich auf. Und wenn dieser IC dann die Stromverbindung kappt, dann baut sich das Magnetfeld schlagartig ab. Dadurch entsteht eine hohe Induktionsspannung oder ein bisschen höher. Und erst dann kann die Energie von der Primärseite auf der, auf die Sekundärseite übertragen werden. Da das hier ganz schnell hintereinander vonstatten geht, spielt das eigentlich keine Rolle. Dass nur hier in der Sperrphase dann Energie übertragen wird. Das Ganze wird dann hier mit einer Diode, die auf der Unterseite hier sich befindet, gleichgerichtet und mit Kondensatoren geglättet. Und ja. Ja, weil dann dieses IC ausschaltet, während hier die Energie übertragen wird, hat man ja auch eine gleich eine nette Strombegrenzung. Weil, naja, der kann keine Energie mehr liefern. Auf der Primärseite kann keine Energie mehr hinzukommen, weil das IC hier ausgeschaltet hat. Also steht auch nur die Energie zur Verfügung, die in der Primärspule als magnetische Energie gespeichert wurde. Ja, und wenn die Energie verbraucht ist, ja, dann ist natürlich erstmal Feierabend, solange bis hier das IC die Spule wieder einschaltet. Okay. Wenn es noch Fragen gibt, dann immer gerne unten in die Kommentare. Und ja, abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, wäre natürlich auch sehr schön.